Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und ihr seht, ich bin gerade auf dem Weg nach Tegea, um mich mit Anais, ich weiß gar nicht mehr, zu treffen. Einer alten Freundin. Und ich muss sagen, das ist ein ganz schön weiter Weg, aber jetzt wird es hier gerade nicht mehr so bergig. Da kann ich Phoros rufen. Das ist sehr praktisch, denn da kommen wir doch ein bisschen schneller voran. Bis jetzt war es immer Berg- und Talfahrt hier. Aber wir reiten auch von den Kopfgeldjägern davon. Ich finde das eigenartig, ich kann die nicht mehr ausbezahlen. Die sind jetzt konstant hinter mir her. Richtig eigenartig, aber okay. Dann ist es halt so. Das ist ein Lager von Spartanern. Spartiaten? Ich bin mir da nie sicher. Und wahrscheinlich ist beides richtig. Wenn du noch. Ich mache mich unsichtbar. Echt? Mache ich? Okay. Ikaros, schau doch mal, was da so los ist. Okay. Kriegsvorräte, ansonsten relativ chillig hier. Bam. Perfekt. Die würden uns sehen. Ah, jetzt haben die ihren toten Kompagnon gesehen. Was geht da drüben vor sich? Was mal? Aber der hatte mich gesehen. Ich schwöre, da war irgendwas. Oh, hoppala. Jetzt wollte ich gar nicht. Na, komm ruhig her. Hier pfeife ich. Wo geht denn der hin? Keine Bewegung! Sagt er hier? So, ah, ich dachte, den kriegen wir wenigstens mit einem Mal dann. Ich? Ich glaub das nicht. Bis zum Tod! Ikaros hat mir jetzt auch gerade nicht geholfen. Wenn Cassandra sich nicht immer rumdrehen würde, dann würden auch die anderen Fähigkeiten hier ordentlich wirken. Aber nein. Sie schlägt ja dann lieber in die Luft mit ihren Schwertern. Bam, bam. Deserteur, trau dich. Hä, nee. Was? Hä? Wo kommt denn die Quest her? Verstehe ich nicht. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Na, nimm's doch mal! Ach, Cassandra. Zack. Okay. Ja. Fakt ist, ich will jetzt erstmal nach Tegea, damit wir die Quest hier abschließen können. Denn das war schon eigenartig. Sonst diese blau-türkisen Quests waren immer nur praktisch eine Aufgabe. Aber die hier jetzt, die geht schon ganz schön lange. Hallo. Ja, ich helfe euch. Der hat schon jemanden von denen umgebracht. Oh. Warum sind die jetzt weg? Von mir brauchen sie keine Angst haben. Ich habe gerade den Wolf getötet, der von ihnen jemand getötet hat. Ach, dann halt nicht. Ein Danke oder so wäre ja... Ach, egal. Da bin ich jetzt gespannt, was hier passiert. Denn die Gute ist ja trotzdem noch verheiratet.
Warum kann ich die Leute nicht ausbezahlen? Ah, jetzt. Alle Kopfgelder. Hey, da wird es trotzdem nur ein bisschen weniger. Okay. Sehr eigenartig. Ich weiß nicht, ob da mein Spiel jetzt buggt oder ob das einfach ein Update war. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall wird da hinten im Wald. Will die mich im Wald treffen? Sehr eigenartig. Aber okay. Wir gehen mal drauf ein. Wir sind eine... Ah, nee, doch nicht im Wald. Wir sind eine furchtlose Kriegerin. Wir machen das schon. Hallo, guten Abend, guten Abend. Hallo. Da bist du ja. Komm, suchen wir uns etwas zu essen und zu trinken, ja? Die Händler haben die köstlichste Auswahl. Und heute Abend überlasse ich alle Entscheidungen dir. Ah, cool. Das gefällt mir. Ah, okay. Das soll ja nur folgen. Kann ich jetzt schneller folgen? Nee, kann ich nicht. Weißt du noch, wie wir immer Essen auf den Märkten von Kefalenia gestohlen haben? Wir könnten auch hier was stehlen, um der alten Zeiten willen. Hm. Immer nur Ärger im Sinn. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Wie die tanzen. Wo will sie denn hin? Willkommen, meine Lieben. Ah. Ich habe eine wunderbare Auswahl an Weinen für dich und diese liebreizende Dame. Nur die feinsten Trauben aus den besten Lagen. Mögt ihr eure Weine trocken, lieblich oder schwer? Du hast die ganze Welt bereist. Du musst die besten Weine kennen. Echt? Ah, lieblich. Wir nehmen den lieblichen. Ich mag zwar schweren Wein lieber, aber der hier ist sicher auch gut, denke ich. Ach ja, stimmt. Ich sollte ja das machen, was ihr gefällt. Aber... ich mag keinen schweren Wein. Lieblich ist toll. Für alle Weintrinker unter euch. Ich bin eher so der liebliche Typ. Alles riecht so lecker. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Okay, ich hoffe, ich habe mir das nächste gemerkt, was sie will. Riecht ihr das? Das ist das leckerste Essen in ganz Tegea. Verratet mir, was darf es sein? Wir haben Lammkeule mit Reis und Oliven, Brathähnchen mit frischem Gemüse und Ziegenschmortopf. Oliven. Entscheidungen, Entscheidungen. Ah, Oliven. Wir nehmen das Lamm mit Oliven, bitte. Ich liebe Oliven. Sag ich doch. Ich werde dieses Mal verschlingen. Und danach verschlinge ich dich. Hä? Mich? Oh oh. Meine Tage sind gezählt, Leute. Ihr habt's gehört. Beziehungsweise die von Cassandra. Okay, wo geht's jetzt hin? Das letzte war Honig. Glaube ich. Oh, ja, ich glaube, das war Honig. Wie sehr ich das gebraucht habe. Hallo, guten Abend. Der hat auch so einen Hipsterbart, oder? Gab's damals schon. Ja, ich verstehe hier nichts, was die so quatschen. Okay, jetzt gehen wir... Ne, die tanzen einfach nur alle so. Okay. Ja. Na, wo denn hin? Ja, einfach gerade durch. Ist richtig. Da liegt jemand. Zu viel Wein? Vielleicht? Vergiftet? Vielleicht? Willkommen, willkommen! Wenn du eine Naschkatze bist, dann habe ich süße Leckereien für dich. Hm. Was darf es sein? Traubenpudding mit Walnüssen? Frische Erdbeeren mit Sahne? Oder mit Honig beträufelte Bratbirne? Ich würde ja lieber die Erdbeeren nehmen. Triff eine kluge Wahl. Ich liebe Süßes. Aber sie mag Honig. Die Birnen klingen köstlich. Homeros nannte sie Geschenke der Götter. Aber es ist der Honig, der sie erst richtig göttlich macht. Mhm. Geschafft. Das war wunderbar. Der Abend war nahezu perfekt. Ja, das erste habe ich vergessen. Es fehlt nur eine einzige Sache. Der schwere Wein. Was? Okay. Arion, was ist los? Ihr Götter, was ist dir zugestoßen? Hä, der sitzt doch nur da. Hä? Banditen, sie kamen und nahmen sich alles. Ich habe versucht, das Haus zu beschützen. Aber sie waren einfach viel zu groß. Du hättest nicht versuchen sollen, gegen sie zu kämpfen. Alles, was sie mitnehmen, lässt sich ersetzen. Aber dich kann ich nicht ersetzen. Aha. Das wäre nicht geschehen, wenn du mich zum Krieger ausgebildet hättest. Ach, Quatsch. Er wird schon wieder. Es sind nur ein paar Kratzer.
Du hast recht. Er ist jetzt sicher und das ist, was zählt. Okay. Und jetzt? Cassandra, es gibt etwas, was ich dir sagen muss. Noch was? Und was? Weil du hier bist, empfinde ich das erste Mal seit dem Tod meines Mannes wieder Freude. Oh. Ich hatte gehofft, dass du noch die gleiche wärst, die ich auf Kefalenia liebte. Dass hier ein Platz für dich wäre, wenn du auch so empfindest. Was? Anais. Der Umstand, dass du auf mich gehört und Arion nicht beigebracht hast, wie man kämpft, beweist mir, dass ich dir vertrauen kann. Es wäre wunderbar, wenn du bei uns bliebest. Kann ich nicht. Nehmen wir das. Ich liebe dich, Anais. Ich habe dich immer geliebt. Aber... Ich weiß. Du hast es schon immer gehasst, an einem Ort bleiben zu müssen. Ja, richtig. Du konntest es nicht erwarten, Kefalenia zu verlassen. Du warst mir das Liebste auf der Insel. Aber es wird Zeit für mich zu gehen. Ich verstehe. Du sollst nur wissen, dass du hier immer mit offenen Armen empfangen wirst, wenn du in Arkadien bist. Okay, danke schön, danke. Wunderbar, wunderbar. Warum können wir die Banditen jetzt nicht verfolgen? Sehr eigenartig. Aber wir haben noch eine Quest angenommen. Irgendwas mit einem Deserteur. Wo haben wir die Quest jetzt? Ist sie weg? Okay, ich sollte vielleicht mal ein bisschen langsamer durchscrollen. Dann sehe ich sie vielleicht auch. Das sind die Tiere. Deserteur, hier. Okay. Habe ich den Soldaten schon umgebracht? Ach, vielleicht sollte ich die für die Quest praktisch umbringen, die ich noch nicht angenommen habe. Und das habe ich ja jetzt schon gemacht und deshalb ist alles gut. Also, deshalb habe ich eine Quest, die ich annehme und dann gleich abgeben kann. Perfekt. Ja, manchmal sollte man solche Lager halt echt gleich mitmachen. Auch wenn man gerade auf dem Weg zu anderen Quests ist. Ja, sieht gut aus. Hallo, guten Abend. Guten Abend, hallo, 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 hallo. Schere, Soldat. Wie kann ich Sparta heute dienen? Die Söldnerin mit dem Adler. Ich hielt dich für eine Legende. Na. Die Legenden sind Märchen. Ich bin nur eine einfache Söldnerin. Ich habe Geschichten gehört, wie du mit den Spartanern in Megaris zusammengearbeitet und ihnen zum Sieg verholfen hast. Cool, ne? Aber auch, dass du etwas mit dem Verschwinden des Wolfes zu tun hast. Glaub nicht alles, was du hörst. Jetzt, da der Wolf fort ist, breitet sich Furcht in unseren Reihen aus. Es gibt eine kleine Gruppe Verschwörer, die behaupten, Nikolaos wäre nicht tot, sondern desertiert. Sie sagen, niemand hätte seine Leiche je gesehen. Oh. Das ist Unsinn. Jeder weiß, dass er tot ist. Das mag sein. Aber das kümmert diese Männer nicht. Sie verlassen ihre Posten und ermutigen andere, ihnen zu folgen. Das muss aufhören. Das heißt, ich soll diese spartanischen Fahnenflüchtigen töten. Hab schon. Dann verstehst du also. Die Götter sind dir hold. Ich habe es schon erledigt. Du hast Sparta treu gedient. Das ist für dich. Danke. Ja, perfekt. Geschafft. Okay, dann schauen wir doch mal. Hier ist jetzt gerade gar nichts. Da wäre halt noch ein Punkt zum Synchronisieren gewesen. Was sind das? Okay, das sind einfach nur andere. Wir können mal hier hingehen. Oh Gott, wo... Ich weiß gar nicht, wir sind so weit von Olympia weg. Stimmt, wir wollten ja eigentlich zu Marine. Genau. Ah, Moment. Moment. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Ja, so fast. Das können wir machen. Da waren wir ja schon fast da, als wir mit hier in Tegea waren. Toll. Finde ich ja super. Hätten wir das gewusst, ne? Dann wären wir dort geblieben. Aber ich finde es immer noch eigenartig, dass sie die Banditen nicht gejagt hat. Warum? Die könnten ja immer wieder kommen. Oh. Großes Lager. Viel zu tun. Okay. Befehlshaber, Kriegsvorräte. Das Übliche. Da sind auf jeden Fall welche. Was war hier? Ja, wunderschön, wunderschön. Zwei Befehlshaber, eine Truhe, einmal Kriegsvorrat, hab alles. Okay. Da, was
müssen wir jetzt schauen, wie wir das am klügsten anstellen. Na okay, da können wir nur den rufen. Egal. Oh, verdammt. So kann ich richtig krass hier durch die Mauer schießen. Der ist schon kaputt. Ich hab gesehen, wo das herkam. Ich muss den Schützen finden. Kam durch die Mauer. Was du siehst. Hier ist niemand. Und ist es noch so bedeutungslos? Pfeile kamen von dort drüben. Ich könnte schwören, ich hab hier was gesehen. Na. Meinst du? Der Schuss kam von hier. Von wo? Entschuldigung. Ich sollte mich nicht so freuen, wenn ich die kill. Ich will Ergebnis. Ich werde beschossen. Wenn jemand wäre, hätten wir ihn gefunden. Ich weiß wo. Weißt du nicht. Was siehst du? Nichts, glaube ich. Oh. Du. Hier ist alles klar. Es ist keiner mehr da. Weitermachen. Ich verstehe. Weitermachen. Es sind zwar gerade einige gestorben und so. Warum kann ich den Baum nicht holen? Ist ja gemein. Okay. Also das bringt mich gerade nicht weiter. Hier mit Pfeilen ein bisschen. Nicht. Jede Sichtung. Hier ist niemand. Bleibt wachsam, die Gefahr ist nicht vorüber. Wenn hier irgendjemand wäre, hätten wir ihn gefunden. Na. Meint ihr? Tü-tü-tü. Ja, genau. Wenn hier irgendjemand wäre, hättet gerade ihr Schlaufüchse Ding gefunden. Dann geht mal zur anderen Seite. Ich gehe mal hier lang. Sehr gut, schön abgelenkt. Kommt man hier irgendwo durch? Ja, dachte ich so. Hehe. So, und jetzt ihr schlauen Spartaner, bin ich in eurem Lager. Ja, komm mal hier. Dieses Pfeifen her. Ich brauche Hilfe! Was? Ich ertrage dieses Pfeifen nicht mehr! Ja, dann such's doch erstmal. Ich sehe keinen Mist. Such mal. Na? Gib nicht auf. Bam! Oh. Oh, oh, oh. Hat schon jemand was gefunden? Keinerlei Hinweise. Durchkämmt die ganze verdammte Gegend. Na dann, geht mal. Hehehehe. Ich bin so gut im Schleichen. Ich sehe besser mal nach. Ja. Nicht alle beide auf einmal. Einer reicht. Wollte sie euch durch die Lappen gehen? Wer? Ich? Ein Schwein? Muss ein Schwein sein in dieser Welt. War schon damals bei Cassandra so. Melas. Melas zusammen. Ich komm nicht mit. Ich hab sie. Ja, genau. Mach dich erstmal stärker. Ich glaube, das hilft dir gerade mit mir. Überhaupt nicht, Kollege. Und bam. Oh, der ist ein bisschen stärker als sein Mitstreiter. Es war okay. Hat ihm jetzt aber nichts gebracht. So, da können wir hier noch ein bisschen was rausholen. Sehr schön, sehr schön. Haben sie nichts weiter übrig. Zack, das mal verbrennen. Hier ist noch ein bisschen was. Die brauchen es ja eh nicht mehr, ne? Von daher kann ich das doch auch nehmen. So. Du, du, du. Ach,
die haben eine arme Miezekatze eingesperrt. Die werde ich natürlich freilassen. Ich werde doch hier keine Miezekatze killen. Nein, die läuft jetzt hier frei rum. Alle sind getötet, das heißt, niemand tötet die Katze. Das ist sehr gut. Und wir machen dann das nächste Mal weiter, würde ich sagen. Wir müssen zu Myrine dahin. Und da werde ich gleich mal den nächsten Punkt auswählen. Und zwar ist das der zum Synchronisieren. Und da sind wir nämlich auch schon fast da. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir, Simaxi. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.